Heute ist der dritte Tag. Zwei haben wir schon geschafft. Wenn du noch dabei bist, möchte ich dich auch heute von ganzem Herzen ermutigen, dass du nicht nachlässt mit deinen Gebeten, dass du nicht nachlässt mit deinem Fasten, auch wenn es vielleicht heute noch mal richtig schwer wird. Eins darf ich dir schon jetzt versprechen: Morgen wird es kinderleicht. Heute ist der dritte Tag. Und da will ich uns schon eine besondere Ermutigung mitgeben, und zwar aus Matthäus Kapitel 4. In Matthäus 4 lesen wir von Vers 1. Darauf, das war nach der Taufe, wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also, ich glaube, jetzt bist du richtig froh, dass du keine 40 Tage und Nächte fastest, sondern nur 4 Tage und noch nicht mal ganze 4 Nächte. Es ist noch einen Tag. Morgen Abend werden wir gemeinsam hier das Fasten brechen, wir werden das Abendmahl feiern und danach miteinander essen. Sei einfach ermutigt durch dieses Wort von Jesus. Du lebst auch nicht vom Brot allein, vom Essen allein, sondern von dem, was Gott dir in diesen Tagen zeigt und offenbart. Hör genau hin und sei gesegnet.